Und ich hatte tatsächlich recht. Man braucht eine Angel und von wem kriegt man die? Von Onkel Titus. Wie kommt man darauf? Weiß ich auch nicht. Hallo ihr drei. Gut, dass ihr nochmal kommt, denn ich bräuchte dringend bei einer Sache Hilfe. Und können wir das nicht auf morgen verschieben? Eigentlich hatten wir nämlich was anderes vor. Ach so. Was denn? Wir wollen angeln gehen. Gute Idee. Da komme ich mit. Die Sache hier kann warten. Das geht leider nicht. Geht nicht? Ja, das ist ein Mannschaftsangelwettbewerb. Na und? Ist doch prima. Da können Sie aber nicht dabei sein. Wieso denn das nicht? Weil in einer Mannschaft nicht mehr als 3 Teilnehmer sein dürfen. Ach so, schade. Naja, und jetzt wollt ihr euch bestimmt meine Angel ausleihen, oder? Genau. Sekunde. Hier ist sie. Habe ich gerade frisch überholt, das gute Stück. Petri Heil wünsche ich euch. Ja, Petri, danke, würde ich da mal sagen. Wie sie mit Onkel Titus umgehen, ist irgendwie nicht so nett, finde ich. Wir brauchen natürlich Platz. Den Kanalisationsplan, den brauchen wir ja nicht mehr, also weg damit. Und noch einmal zum Schiff. Ich habe übrigens, ich bin ganz ehrlich, direkt nachgeguckt, wo man den letzten Koffer findet. Den hätten wir wahrscheinlich sogar selbst gefunden, durch wieder zufälliges Rumklicken. Aber ich wollte uns jetzt ersparen, dass wir wieder elendslang suchen. Dann ist es auch wieder, vollkommen random natürlich. So, zuerst mal wieder zum Koffer. Okay, da war er. So, Koffer. Angel ausgepackt. Zack, wir haben den Koffer. Das ist ja unglaublich. So, kann ich die Angel und die Schüssel jetzt einfach zurückgeben? Ja, darf ich. Okay. Bitteschön. Das war ein kurzer Ausflug, ne? Und wo kriegt man den letzten Koffer her? Warum steckt der da drin? Warum bitte? Kann mir das irgendeiner erklären? Egal, wir haben den letzten Koffer. Oh Mann. So. Jetzt durchsuchen wir auch noch die. Was haben wir hier Hübsches? Einen Zylinder, das ist sehr schön. Wir haben hier nochmal ein Blatt Papier. Das brauchen wir auch. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wie es weitergeht, ne? Also hoffentlich stecken wir nicht fest. Jo, das war eine fantastische Animation. So, wir haben alle Zettel, endlich. So, hinlegen damit. K-P-P-J. Ja, ich bin ganz schlecht in sowas, mir sowas zu merken. Auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist, das ist mir zu viel. Ich fotografiere das schnell. So. So, dann kann ich mir das besser merken. Außerdem müssen wir ja vielleicht irgendwas daraus bilden, ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal. K-P-P-J M-C IF. Oh, Gott sei Dank. Hints and Tricks. You need to program Magic All Mystery. Habe ich aber nicht. Schade. Keine Tricks. Okay. 2-1, 2-5, 1-7. 21, 25, 17. 21, 25, 17. 21, 25. 17, 21, 25, 17. Hallo? Hallo, Mr. Moretti. Hier sind die 3 Fragezeichen. Oh, gut, dass ihr anruft. Habt ihr die Koffer? Ja, alle 4. Ihr wisst gar nicht, wie ihr mir geholfen habt. Aber jetzt sagen Sie uns doch endlich, wer noch hinter den Koffern her war.
Ich werde mich sofort in ein Taxi setzen und mich zu euch auf den Weg machen. Dann erzähle ich alles. Passt in der Zwischenzeit aber auf, dass keiner... Was war das? Die Verbindung wurde unterbrochen und das Licht ist aus. Da hat jemand von außen die Leitungen gekappt. Und was ist das denn? Seht ihr das? Mann, hier ist noch einer drin. Wo ist die Taschenlampe? Wer ist da? Just, Bob, wo seid ihr? Hier, direkt neben mir. Ich pack deinen Arm. Du hast nicht meinen Arm. Meinen auch nicht. Dann ist das... Hey, bleiben Sie stehen! Sofort stehen bleiben! Ich hab die Tür gehört. Ich glaube, wir sind wieder allein. Boah. Das Licht ist wieder an. Das Licht ist an. Aber die CD ist weg. Was? Los, hinterher, den Dieb schnappen wir uns. Sofort. Aber hier haben wir noch eine Nachricht. Zum letzten Mal. Mischt euch nicht in Dinge ein, die euch nichts angehen. Doch, tun wir. Wieder einfach so ein Schatten durchgelaufen ist, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist die große Frage. Aha! Nein, ich will nicht in die Kanalisation. Ich weiß doch gar nicht, wo ich da jetzt hin muss. Schnell mal die Sachen mitnehmen. Ja, ja. Und den Plan bitte auch. Den Plan brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Den lasse ich mal da. Falls wir irgendwas aufsammeln müssen, will ich da schon einen Platz frei haben. Okay. Mist. Entschuldigung. Vielleicht hätte ich auch den Plan gar nicht gebraucht. Vielleicht sehen wir ja, wen wir verfolgen müssen. Licht an. Ah ja, tatsächlich. Bob, Peter, wir müssen den Dieb von allen Seiten einkreisen. Okay. Also sollte ich da jetzt nicht lang. Kann jetzt übrigens hier den Plan zeigen. Hallo? Ach du Kacke, müssen wir jetzt mit allen zusammen... Just! Wo seid ihr? Ist das da unten der Dieb? Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hört mich keiner! Hallo! Okay. Falsche Richtung irgendwie. Da bewegt er sich jetzt vorwärts. Okay, jetzt gehen wir mal da nach unten mit ihm. Boah, mit dieser spannenden Hallo? Musik. Gib mal ein Zeichen von euch. Ich hoffe mal, das hier ist der Punkt, wo wir den Typen einkreisen müssen. Aber wahrscheinlich schon. Da gibt es zumindest drei Zugänge. Peter? Just? Meldet euch! Ach Mist, das war nicht gut. Na, eins zurück. Ich glaube, hier steht er nicht so schlecht, oder? Ah, er ist da oben. Jetzt sehe ich das. Okay. Dann gehen wir da lang. Hallo? Okay, mit dem Plan ist das schon viel angenehmer. Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Wir kommen. Hallo? Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. So, ich lasse den mal hier. Aber eigentlich können wir ihn hier Hallo? Schlecht fangen, ne? Ah, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Jetzt müssen wir nur noch mit ihm hier näher heran. Hallo? Einfach geradeaus. Hört ihr mich? Hallo? Es kann auch ein bisschen schneller gehen. Bob? Okay, gleich haben wir es geschafft. Just? Wo seid ihr? Jetzt geht er wieder nach da oben. Aber da müsste jetzt Justus sein. Hallo? Ne? Nein, jetzt geht er irgendwo in den anderen Gang. Warum? Warte, jetzt muss ich da von oben kommen.
Das wäre, glaube ich, geschickt. Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Nein, er geht wieder dahin. Der soll da nicht hin, der soll nach unten. Nein, gehen Sie nicht noch weiter nach oben. Das ist doof. Gehen Sie doch einfach nach unten. Hallo? Das ist nicht unten. Alter, wo läuft denn der hin? Wo laufe ich hin? Das ist die falsche Richtung, Mist. Wenn Sie mich jetzt hören, geben Sie auf. Wir wissen, dass Sie hier unten sind. Hallo? Ich muss ihn wieder nach unten locken. Jetzt geht er nach unten. Das ist gut. Das ist aber auch nicht so schlecht, ne? Da kann er uns nicht richtig entwischen. So, jetzt gehen wir nämlich auch dahin mit ihm. Hallo? Gib mal ein Zeichen von euch. So, da kann er ja jetzt eigentlich nicht wirklich raus, ne? Da kann er jetzt eigentlich nirgends richtig hin. Jetzt gehe ich hier geradeaus. Jetzt geht er weiter da hinein. Das bringt ihm aber nichts, da ist eine Sackgasse. Okay, okay. Ich gebe auf. Ihr habt mich umstellt. Ich laufe nicht mehr weg. Das Spiel ist aus. Sie haben keine Chance mehr. Los, geben Sie sich zu erkennen. Wer sind Sie? Was? Das ist ja Linda Rozelle. Ich werde verrückt. Die Assistentin von Michael Moretti. Jetzt wird mir einiges klar. Ich musste es tun. Er hat mich dazu gezwungen. Wer hat Sie dazu gezwungen? Tyrone Dark. Er hat mich in der Hand. Ich glaube Ihnen kein Stück. Sie stecken doch mit Dark unter einer Decke. Da bin ich mir auch sicher. Na klar. Die beiden wollten unbedingt an die CD mit den Zaubertricks. Moretti wäre dann bestimmt nicht mehr lange der erfolgreichste Magier geblieben. Naja, so ganz kann man das nicht sagen und... Hören Sie doch auf! Sie waren das doch auch mit der Geröll-Lawine und dem Auto, das uns fast über den Haufen gefahren hat. Nein, das war Tyrone Dark. Ich habe damit nichts zu tun. Das können Sie alles Inspektor Cotta erzählen. Ihren Traum als Popsängerin können Sie jetzt an den Nagel hängen, denn aus der CD wird nichts. Bei der Polizei können Sie zum letzten Mal singen. Dann dürfen Sie sich mit Dark eine Zelle teilen. Michael Moretti wird sich freuen. Genau. Und in der Zelle haben Sie auch eine gute Akustik. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Ja? Wann ist endlich das Essen fertig? Und das war das Geheimnis des Magiers. Wie wir hier sehen, gibt es 6 Titel. Wir haben die ersten beiden gespielt. Den dritten Gespensterjagd, oder wie der genau heißt, den habe ich auch noch hier, den können wir auch mal spielen. Insgesamt finde ich diesen Teil sehr, sehr schlecht, ehrlich gesagt. Der Fall ist nicht spannend, überhaupt nicht. Es ist einfach so ein Magier, der verliert seinen Koffer. Hey, wir müssen jetzt 4 Koffer suchen, das war's. Wow, das ist ultra kreativ. Die Koffer sind komplett random. Man hat überhaupt keine Idee, was man machen muss. Gerade für Kinder ist das Spiel überhaupt nicht geeignet. Die werden wahrscheinlich ziemlich frustriert sein. Wir hätten extrem lange gebraucht, glaube ich, teilweise, wenn ich nicht teilweise nachgeguckt hätte, was wir tun müssen. Ja, das ist natürlich ein schlechtes Konzept. Das Spiel ist eigentlich ultra kurz. Dadurch, dass man aber keine Ahnung hat, wo man hin muss, kann das Spiel sehr, sehr lange dauern. Und das ist Spielstreckung allererster Güte. Ja, das Spiel hat sich einfach beendet. Das ist auch schön. Ich gebe dem Spiel eine 65. Ich fand Bomben in Rocky Beach ein bisschen besser. Auch wenn es da nicht immer Hinweise gab. Aber auch der Fall selbst ist irgendwie besser gemacht. Am Ende hat man auch da noch so ein kleines Rätselchen eingebaut. Das ist ganz nett. Hier in dem Teil gibt es eigentlich gar nichts. Also so wirklich gar nichts. Es gibt keine wirklichen Rätsel. Es gibt keine spannende Handlung. Es gibt nichts irgendwie. Man sieht diesen Moretti nicht mal wirklich. Man sieht nur kurz die Assistentin am Ende und alles ist so, puff, der Fall ist gelöst, das war's, tschüss, aus, Ende. Ja,
Ich bin gespannt, was der dritte Teil Gespensterjagd oder Geisterjagd, wie heißt der? Gespensterjagd, okay. Was der bieten wird, den werden wir bestimmt auch spielen irgendwann. Ja, also die neuen drei Fragezeichen-Spiele, die mehr so wimmelbildmäßig sind, die sind schon deutlich besser. Aber ich denke, wir werden zuerst ein bisschen diese alten Teile hier spielen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem gefallen, auch wenn es nur viel Rumgesuche war und vieles nicht logisch war und einfach irgendwie alles so vonstatten ging. Ich meine, die standen am Brunnen. Wenn der erste Koffer da einfach in den Brunnen gefallen ist, man, dann hätten die das doch irgendwie hören müssen und so. Oh, ich glaube, irgendwas ist in den Brunnen gefallen. Dann hätte man einen Anhaltspunkt gehabt, wo man suchen muss. Das ist schön, dass sie zeigen, dass einer in die Kanalisation gefallen ist. Aber das war's. Warum ist der eine unter Wasser? Und warum zum Teufel steckt der letzte Koffer in der Maschine da? Und warum kann man den erst finden ganz am Ende einfach? Warum kann man den nicht vorher finden, wenn man die Maschine bedient? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Aber egal, das ist nun mal so bei diesen alten drei Fragezeichen-Spielen. Man hat sich nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, was ein bisschen schade ist. Naja, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Das wird jetzt etwas Größeres sein. Wir, ja, ich sag noch nicht, um was es geht, aber wir werden auf jeden Fall ein PlayStation 1 Spiel spielen. Haben wir bis jetzt noch keins auf dem Kanal gehabt. Das heißt, ich bin sehr gespannt, wie so ein älteres Projekt aufgenommen wird. Naja, wir hören und sehen uns beim nächsten Projekt, beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, tschüss.